Im Drehbuch. In den 90er Jahren war der Mann einer der Stars im deutschen Hip-Hop. MC René, eigene Show im Musikfernsehen, eigenes Musiklabel, Top 10 Erfolg, tausende von Fans. Zuletzt verlief das Leben von MC René allerdings eher unglamourös. Er verdiente sein Geld im Callcenter. Vor gut zwei Jahren dann befand er, mein Zug ist noch nicht abgefahren, und folgerichtig setzte MC René alles auf eine Karte, nämlich auf die Bahncard 100. Er kündigte seine Wohnung, er verschenkte seine Möbel und seitdem genießt er sein Leben in vollen Zügen. Lutz Wittig über eine wirklich bahnbrechende Lebensentscheidung. Fast jeden Tag wartet MC René auf irgendeinem Bahnsteig. Fast jeden Tag sitzt er in irgendeinem Zug. Er fährt aber niemals nach Hause. Sein Zuhause ist die Bahn. Vor rund 15 Jahren war das anders. Es ist schon seltsam, schau ich mir diese. In den 90er Jahren ist MC René ein angesagter Rapper. Er war damals Anfang 20 und spielte als Penner in Videos mit Hip-Hop-Größen wie DJ Tomek. Als MC René verkaufte er knapp 160.000 Alben. Irgendwann wollte er nicht mehr und schmiss alles hin. Er will was Neues machen, kündigt seine Wohnung und kauft sich die Bahncard 100. Sein neues Zuhause kann mit den Villen der Hip-Hop-Stars durchaus mithalten. Ja, mein Wohnzimmer ist 400 Meter groß, hat 672 Polstersitze, auf denen ich mich frei bewegen kann. Und ich habe 20 Toiletten. Das Einzige, was ich vielleicht noch haben will, ist eine Terrasse. Am besten eine Dachterrasse mit Anschnallgurten, die dann auch so zurückgehen, wenn die Brücken kommen. Man sollte nie austräumen. Also ich arbeite daran, dass das mir immer heimischer hier wird. Sein neuer Mietvertrag sieht jetzt so aus und kostet 369 Euro im Monat. Das Abo für die Bahncard 100 zweiter Klasse. Dafür hat er seine Wohnung vor zwei Jahren aufgegeben und alle seine Möbel verkauft. In seinem neuen Zuhause kann er sich zwar nicht duschen, aber fließend Wasser für die Katzenwäsche oder zum Zähneputzen ist da. Wenn ich mich mal frisch machen muss, ist es total wichtig, dass man so ein großes Bad wie dieses hier hat. Das ist das Behinderten-WC. Kommt mal mit. Ja, also hier ist alles, was das Trainman-Herz begehrt. Frische Seife, Wasser. Ja, ich habe den Spiegel, um mich fresh zu machen. Hier arbeite ich noch dran, so für den Verbandskasten. Hier, super wichtig, das kann ich überhaupt gar nicht ab in meiner Wohnung, wenn man hier raucht. Das ist ein Nichtraucherbad, ne? Ja, und wenn ich jetzt so weiter mit der Bahn fahre, noch so 10, 20 Jahre, und dann vielleicht eine nette Schaffnerin kennenlerne, habe ich hier natürlich einen Wickeltisch. Humor hat MC René jedenfalls und damit will er jetzt Geld verdienen. Der 35-Jährige reist als Stand-up-Comedian durch Deutschland. Wenn er weiß, in welcher Stadt er auftritt, klappert er Freunde ab, bei denen er übernachten, duschen und seine Wäsche waschen kann. Sein Kleiderschrank steht so in ganz Deutschland. Dadurch, dass ich ja so viel rumreise und hier und da überall meine Station habe, habe ich da auch immer mal wieder ein T-Shirt gelassen oder ein paar Socken. In einem Jahr hat MC René 150 Städte gesehen, ist an 216 Bahnhöfen ein- und ausgestiegen und hat 383 Sitze in der zweiten Klasse besetzt. Nicht immer bekommt er einen Sitzplatz, dann mogelt er sich in die erste Klasse. Und wenn ich dann darauf aufmerksam gemacht werde, dass ich in der ersten Klasse sitze, dann mache ich einen auf Unschuldsmiene und sage, oh, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier nicht in der zweiten Klasse bin. Geht das schon. Man hat halt so diese kleinen Tricks. Einen Trick, Frauen im Zug kennenzulernen, hat René auch. Hilfsbereitschaft kommt da gut an, klappt aber nicht immer. Da war halt dieses Mädchen mit dieser sehr, sehr schweren Tasche. Und ich habe dann ganz uneigennützig meine Dienste als Gentleman zur Verfügung gestellt. Und dann sind wir durch den ganzen Zug gerannt. Und am Ende, wo ihr Fahrplatz sein sollte, sagte dann der Schaffner, der Zug wurde abgekoppelt, sie müssen wieder zurück. Ist hier nicht. Und dann trage ich das Ding zurück und ich habe dann richtig geschwitzt. Oh, dann hält der Zug und die so, ja, vielen Dank, das war total nett von dir, geht raus. Und dann ihr richtiger, richtig starker Kumpel nimmt die Tasche, als ob es nichts wäre, und seine Freundin, und ich stand dann da wie der Letzte. Ja, wie der Letzte da, und dachte wieder so, boah. Aber es geht auch anders. Oft hat er Glück und kommt bei Freunden unter. Sie sind sein Wohnungsersatz, wie heute bei Freundin Kim aus Duisburg. Das ist nicht immer so, wie damals auf dem Regionalbahnhof irgendwo bei Stuttgart. Seitdem weiß er, was ein Ghetto-Bett ist. Da war ich mal am Gleis, ne? Und da wusste ich nicht, wo ich pennen sollte, weil ich Idiot den Zug verpasst habe in die nächstgrößere Stadt.
Und dann kamen so drei Typen auf mich zu und ich dachte, ey, so, die hauen mir jetzt auf die Fresse oder so. Und dann kamen die und gucken mich an und sagen sie, ey, bist du nicht MC René? Irgendwo. Im unwahrscheinlichsten Ort kam auf einmal Licht am Ende des Tunnels und dann bin ich mit denen in deren WG gegangen. Ja, und dann habe ich mir halt ein Ghetto-Bett gebaut. Ja, also so eine, aus mehreren Stühlen, eine Decke. Ich habe super geil gepennt. Viele bewundern René dafür, dass er alles aufgegeben hat, um nochmal von vorne anzufangen, ohne festen Wohnsitz. Er hatte alles und dann zu sagen, ich gebe das auf, weil ich glaube, dass dieses Projekt ihn weiterbringen wird und vielleicht ihnen helfen wird, sich selbst zu finden. Und darum finde ich das gut. Der nächste Morgen. René macht sich auf den Weg. Heute hat er einen Termin in Augsburg. Pünktlichkeit ist bei einem Leben in der Bahn nicht mehr so wichtig. Deswegen bringen ihn Zugverspätungen auch nicht aus der Ruhe. Na, ist für mich eher ein großes Glück, wenn der Zug Verspätung hat, weil ich eh immer selber zu spät komme. Also kriege ich immer den Zug pünktlich. So kommt MC René auch rechtzeitig zu seiner Buchlesung. Er hat seine Geschichten um und in der Bahn aufgeschrieben und reist jetzt mit seinem Buch durch Deutschland. Alles läuft gut für ihn. Die Bahncard für nächstes Jahr hat er schon verlängert. Alles auf meine Karte, von Couch to Couch. Ich steige aus, steige ein, geht und raus, wohne rein. Der Trainman ist am Zug und fährt immer geradeaus. Herzlich willkommen, MC René. Bin ich froh, dass Köln einen Bahnhof hat. So kommen wir in den Genuss dieses Gesprächs. Ja. 2 Jahre geht das jetzt schon. Ja. Und ich habe mich aber schon gefragt, ist es nicht eigentlich so, dass die Seele auch ein Zuhause braucht? Tut es der Seele immer gut, auf Achse zu sein? Meiner Seele? Ja. Weil ich bin ein Mensch, der die Ruhe in der Rastlosigkeit findet, also in der Bewegung. Weil dieses Leben, ständig unterwegs zu sein, mich beruhigt das eher. Echt? Wenn ich zu lange in einer Wohnung bin, dann werde ich hibbelig. Ich muss einfach raus. Und die Seele braucht ein Zuhause und das Zuhause ist halt Freiheit. Und ich habe halt momentan die absolute Freiheit. Ich kann entscheiden, wo ich morgen hinfahren will, kann alte Freunde besuchen, Auftritte machen, lebe halt meinen Traum. Und das ist für mich Freiheit und ich finde, das ist auch das Beste für die Seele. Aber es gibt ja eine Sache, die macht dich definitiv unfrei, weil du hast ja eine Begleiterin, die immer dabei ist. Überall musst du dich immer kümmern. Natascha meinst du, meine Tasche? Natascha, die Tasche. Ja, ja. Ja, ja, aber ich habe jetzt mit ihr Schluss gemacht. Ich habe zu viel in sie reingestopft und so. Und die liegt jetzt auf dem Boden vor meiner Mutter. Aber irgendein Gepäckstück muss da immer dabei sein, oder? Ja, klar. Jetzt habe ich eine neue Tasche. Und ja, es ist ja so, ich habe zurzeit mein Frühlingsgepäck. Das ist die kleine Tasche. Ah, okay. Die große Tasche ist dann bei meinem Bruder. Und da wechsle ich immer dann die großen Schuhe, die fette Jacke. Das ist immer so je nach Jahreszeit. Aber ich meine, du bist dann auch ein guter Schließfachkunde. Ne? Weil wenn man dann irgendwo sich bewegen will, dann will man nicht immer, ja. nicht immer die Tasche mitschleppen. Ich finde, das ist so eine Hammerentscheidung zu sagen, Wohnung weg, Job kündigen. Ich gehe jetzt auf Achse und vor allem, ich mache was total Neues, ich werde Comedian. Was haben deine Familienmitglieder, was haben deine Freunde gesagt? Ja, also meine Mutter hat eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, typisch mein Sohn. Ja, also so meine Mutter ist ein Mensch, die hat mich schon immer mein Ding machen lassen. Also und macht sich halt keine Sorgen, dass ich irgendwie Unsinn mache oder so. Und das gibt mir natürlich ein beruhigtes Gefühl. Wenn ich nach Hause komme, dann freut sie sich. Ah, okay, ich muss wieder deine Wäsche waschen, koch für dich. Dann freut sie sich, weil jetzt komme ich ja öfters nach Hause. Ne? Ja. Und es ist einfach toll, wenn man die Unterstützung von seiner Familie hat und so. Und das war für mich das Entscheidende. Auch sehr, sehr wichtig. Unterstützung für einen Plan, von dem du ja selber nicht wusstest, wo der hingeht. Ja. Auf einmal zu sagen, ich werde Stand-Up-Comedian. Mhm. Du hast irgendwie so Clubs angemeldet und angerufen, hast gesagt, ey, ich trete bei euch auf. Ich habe 7 Minuten Programm. Ja, so habe ich angefangen. Weil und so ist das ja oft im Leben. Ich finde heutzutage, die meisten Menschen versuchen ihr ganzes Leben zu planen. So nach dem Motto, ich habe meinen 5-Jahres-Plan. Aber ich kann das nicht sagen, weil letztendlich kommt sowieso alles anders. Die Leute fragen mich auf meinen Lesungen, René, wie lange willst du das noch machen? Dann kann ich zum Beispiel dich auch fragen, wie lange willst du Stern-TV moderieren? Ja, also was habe ich noch? Ja, 30, 40 Jahre? Ja, ja. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt 30, 40 Jahre im Zug sein werde. Aber das ist für mich ein Lebensabschnitt. Vor 2 Jahren war ich im Callcenter und ich hatte eine Idee. Und 2 Jahre später habe ich ein Buch geschrieben,
hier. Ach, jetzt nicht noch hochhalten hier. So. Werbung kommt gleich erst. Ich sag dir Bescheid. Nee, hab ich halt ein Buch geschrieben und sitze jetzt hier bei SternTV und kann mit dir darüber sprechen und so. Also mein Leben hat sich komplett verändert, weil ich gesagt habe, wenn man mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden ist, dann darf man nicht rumjammern, man muss was tun, man muss was machen, man muss sich verändern. Und ich habe mir gesagt, no risk, no fun. Wenn ich später zurückblicke, dann sage ich, geil, dass ich das gemacht habe. Wie sehr sich das verändert hat und warum wir hier auch uns so vertraulich duzen, müssen wir unbedingt noch belegen. Denn du warst in den 90ern Rapper, Hip-Hopper, galtst als das Talent des Freestyle-Rap. Also Rappen aus dem Stegreif. Ja. Und das haben wir auch gemeinsam, also vielmehr du, unter Beweis gestellt vor 15 Jahren, Damen und Herren. Seien Sie sehr gefasst auf diese schockierenden Bilder auf der Funkausstellung in Berlin. MC René und ein hoffnungsvolles Moderationsnachwuchstalent. Wir schauen mal. Wir haben hier live auf der Bühne einen Menschen, von dem viele doch sagen, er ist der beste Freestyle-Rapper in Deutschland. Freestyle-Rappen, für die, die es nicht wissen, heißt, keiner weiß, was er gleich hier genau rappen wird. Im Grunde nicht mal er selber. Er kommt den ganzen langen Weg aus Kalifornien zu uns. Hier ist DJ Chestnut und MC René. Und wir sind live am Start mit einem kleinen Freestyle. Und die Wasserflasche geht an die erste Lady mit dem schwarzen Haar. Wunderbar, jetzt stelle ich mich hier nach oben, komm vorbei wie eine Vogelschar. Aus Kalifornien für den Mann mit der Kamera. Wenn ihr bereit seid, dann möchte ich, dass ihr schreit. Unglaublich. Mann. Wir haben uns ganz gut gehalten, oder? Ja, auf jeden Fall. Mir hat deine Frisur gefallen. Ja. Da warst du nicht. Noch ein richtiger Gangster. Ja. Im Herzen immer noch, you know, yeah. Toll. So, inzwischen ist es also Stand-Up-Comedy, das ging ja auch mühsam los. Ja. Seien wir ehrlich, der erste Auftritt, wenn ich es richtig gelesen habe, war so mittel. Ja. Wie fühlt sich das an, als jemand, der mal was war, bei Null zu starten und das Risiko einzugehen, erstmal ein Niemand zu sein für die Leute? Das schmerzt doch, oder? Naja, für mich bedeutet sich selber neu zu erfinden als Künstler, das ist sehr, sehr wichtig. Scheitern ist eine Option, aber Angst ist keine. Ich wollte lieber was Neues ausprobieren, anstatt es später zu bereuen, dass ich es nicht getan habe. Und für mich bedeutet das, ins kalte Wasser zu springen. Und vor allem, ich glaube, das wissen die meisten Menschen, wächst man an seinen Niederlagen, wenn man mal auf die Fresse fliegt, wenn man mal versagt. Und nicht, wenn alles immer rosig läuft. So ist das Leben nicht und so. Und so war das halt für mich auch. Und ich habe mich halt der Herausforderung gestellt. Und unterwegs in den vergangenen 2 Jahren auch alles so mitgenommen an Erfahrungen? Du hast zwischendurch dein Geld mit Pornos verdient, habe ich gelesen? Nicht als Darsteller. Sondern? Ich habe teilweise meine Stimme Pornos verliehen, also Synchronisation habe ich gemacht. Pornos, am Anfang dachte ich, das wäre umsonst, dann dachte ich, ey, hast du wieder eine geile Story. Aber dann gab es auch ein bisschen Geld und so und das hat mir auch dann manchmal meinen Arsch gerettet. Und Talent gehabt? Ja, ich war begabt. Ja, er war stets bemüht. Gut, unter welchen Titeln finden wir dich in der Videothek? Ich sag nicht welcher Teil, aber Bauer sucht Sau. Aber ich sag nicht welcher Teil. Nee, okay, man wird es vielleicht raushören. Also, faszinierende Geschichte. Ja. Wir haben schon drüber gesprochen, das kann jetzt also noch Jahre weitergehen? Ich schließe das nicht aus. Also momentan ist es so, ich muss mir keine Schlafplätze mehr suchen. Schlafplätze suchen mich. Ich habe irgendwie 100 E-Mails aus ganz Deutschland von Leuten, ja, kannst du mal meine Wohnung haben, wenn die wissen. Ne? Aber solange ich mich innerlich frei fühle und denke, das ist das Richtige für mich, werde ich das weitermachen. Aber ich schließe natürlich nicht aus, irgendwann wieder einen festen Wohnsitz zu haben. Aber im Moment sehe ich dazu keine Veranlassung. Momentan ist keine Not, aber sollten Sie diesen Mann irgendwo auf einem Bahnhof gegen Abend stehen sehen, fragen Sie ihn ruhig, ob er einen Schlafplatz braucht. Viel Erfolg auf dem weiteren Weg, MC René. Danke fürs Kommen. Wir machen ganz kurz Pause und dann sind wir gleich nochmal zurück.